Yo, Arne von 20s Business. Heute geht es im Sommerplan weiter mit dem Automatisierungstool Lazy Merge. Wir werden das ganze Tool testen und auch ein Design hochladen und dabei die Zeit stoppen und gucken, wie lange das Ganze dauert. Momentan habe ich die Gratis-Version noch von Lazy Merge und wie ihr die bekommt, das will ich euch jetzt kurz zeigen. Also ihr gebt einfach bei Google Lazy Merge mal ein, geht dann hier auf deren Webseite. Und könnt dann auch hier schon direkt den Free Download sehen. Da klickt ihr einfach drauf, gebt eure Daten ein und ja, dann bekommt ihr eine E-Mail und könnt das Ganze dann auch runterladen. Wenn ihr das Ganze dann runtergeladen und geöffnet habt, landet ihr hier in dieser Übersicht und hier können wir dann diese einzelnen Bereiche sehen, also News, Statistik, Hilfe, Upload und History. Wir gehen die einzelnen Bereiche jetzt einfach mal kurz durch. Also bei News ist ja klar, hier gibt es aktuelle Neuigkeiten. Zum Beispiel hier, wie das bei Sazzle mit dem Template funktioniert. Ja, gehen wir zu Statistiken. Hier können wir jetzt sehen, wann wir etwas hochgeladen haben und wie viel. Hier oben kann man auch noch die Plattform auswählen und hier auch Monat, Woche oder das Jahr. Außerdem sieht man hier nochmal, wie viele Zeichen man übersetzt hat in den vergangenen 30 Tagen. Und hier so eine Durchschnittszeit, was ich aber noch nicht ganz verstanden habe, weil bei KDP jetzt zum Beispiel, da dauert der Upload nicht 36 Sekunden. Da bin ich mir nicht ganz sicher, worauf die Zeit sich da bezieht. Dann kommen wir zum Help Center. Hier gibt es einfach so Fragen, die man vielleicht hat, die dann auch schon beantwortet sind hier. Dann gibt es hier halt noch so einzelne Bereiche. Außerdem hat Lazy Merge auch noch eine Facebook-Gruppe. Man kann die per E-Mail anschreiben. Und was ich auch sehr gut finde, ist, hier unten links kommt man noch zu deren Discord. Das habe ich auch schon ein paar Mal jetzt ausprobiert und da war immer direkt jemand da. Also konnte mir innerhalb von wenigen Minuten da jemand weiterhelfen. Also der Support ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, finde ich. Dann Upload, da kommen wir gleich zu. Gehen wir erstmal zu History. Hier sieht man halt die ganzen Designs, die man schon hochgeladen hat. Auch hier unterteilt in die Plattformen. Also TeePublic und KDP habe ich bisher hochgeladen, beziehungsweise bei TeePublic habe ich es nur versucht, aber dort muss ich mich nochmal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Da ich jetzt nur bei KDP hauptsächlich schon getestet habe, wird der Upload sich jetzt auch auf KDP beziehen und zu den anderen Plattformen kommt dann nochmal ein extra Video. Was ich jetzt noch vergessen habe, hier oben rechts kann man auch noch den Dark Mode einschalten, dann sieht das Ganze so aus und das lasse ich dann auch erstmal jetzt so. So, wenn wir jetzt ein Design hochladen wollen, gehen wir hier einfach auf Add und kommen dann hier zu dieser Eingabe. Hier bei Upload können wir jetzt hier unser Design auswählen. Das Gute ist hier, dass man nicht, wie ich ja hier gemacht habe und auch schon mal im anderen Video erklärt hatte, das T-Shirt-Design, also dass die PNG-Datei erstmal auf einen schwarzen Hintergrund machen muss, sondern man kann das direkt als PNG hochladen, hat da also weniger Aufwand und Lazy Merge passt das dann direkt so an, dass es auch auf dem Buchcover gut aussieht. Den Titel, die Beschreibung und die Keywords fülle ich jetzt einfach ganz schnell mal kurz aus, weil darum soll es ja jetzt nicht gehen, nur damit wir das dann auch hochladen können, schreibe ich da jetzt kurz was rein. So, bei KDP ist noch wichtig, dass der Titel immer das ist, was auch auf dem Cover draufsteht. Und hier bei den Keywords ist es bei Lazy Merge so, dass man einfach hier ein Notizbuch eingibt und dann noch mit Enter bestätigt, damit es dann auch hier drin ist. Den Dateipfad für das Cover zieht er sich hier automatisch und da muss man hier noch die Pfadliste für das Manuskript reinschreiben. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Ihr müsst dann halt gucken, wo ihr das, in welchem Ordner ihr das habt und dann könnt ihr das auch einfach hier reinschreiben. So, Sprache ist jetzt hier Deutsch. Der primäre Marktplatz amazon.de. Hier muss man jetzt nicht Enter drücken, das kann man einfach so stehen lassen. Den Untertitel hatte ich jetzt auch schon hinzugefügt. Dann ist eigentlich noch wichtig hier der Vorname, wo man ein Keyword reinpacken kann. Zum Beispiel jetzt hier Curling. Und als Nachname nochmal ein Keyword. Notizbücher nehmen wir jetzt hier mal einfach. Bei der Kategorie ist es hier so, dass man das selber eintragen muss. Also bei Flying Upload, was ich ja im letzten Video getestet hatte, war es ja so, dass man dort Kategorien so auswählen konnte. Hier muss man sie eingeben. Und da ich immer nicht klassifizierbar nehme, schreibe ich das jetzt hier mal rein und bestätige das Ganze dann mit Enter. Hier kann man halt noch auswählen, ob das Buchcover für Kinder geeignet ist oder nicht. Dann hier der Preis, 8,40 € nehme ich hier mal. Und dann kommen wir auch hier schon zu den Ländern, wo man hochladen möchte. Die muss man auf Englisch eingeben. Also ich nehme jetzt hier mal Deutschland, Österreich und die Niederlande. Dann, wenn man will, kann man hier noch
die Farbe der Schrift anpassen und auch den Hintergrund von dem Design. Ich lasse das Ganze jetzt aber so, weil der Hintergrund, wenn man nichts einstellt, automatisch schwarz ist. Dann Input Language, halt die Sprache, die man im Buchinhalt hat. Das ist ja auch Deutsch, beziehungsweise habe ich ja eigentlich keinen richtigen Buchinhalt, weil ich ja ein Notizbuch hochlade. Aber ja, dann sind wir auch schon fertig mit dem Ausfüllen und dann können wir jetzt auf Sichern hier gehen, sehen dann jetzt hier unser Design und können hier auch nochmal auf Trademarks prüfen. Sieht man auch ganz schön hier dann direkt, welche Nutzerklasse das betrifft, wann das Wort registriert wurde und ob es noch aktiv geschützt ist oder vielleicht schon abgelaufen ist. So, und dann laden wir das Ganze auch schon hoch. Es geht einfach hier auf diesen Play-Button und dann gucken wir mal, wie lange das Ganze dauert. Ja, wir können jetzt rechts neben dem Trademark den grünen Haken sehen. Also es das bedeutet, dass es geklappt hat. Und es hat jetzt 4 Minuten 35 gebraucht, um das Design hochzuladen. Aber man muss ja beim Upload nicht dabei sein, weil das Tool übernimmt ja das Ganze. Dafür hat man das Tool ja. Und eigentlich zählt ja nur die Zeit, wo man den Titel und so weiter eingibt. Und das dauert ja vielleicht 2 bis 3 Minuten. Und dann nimmt das Tool auf jeden Fall schon eine Menge Zeit ab. Ja, als Fazit finde ich auf jeden Fall das Tool sehr übersichtlich. Also ist alles ganz gut angeordnet, finde ich, mit diesen einzelnen Bereichen, dass man auch sieht, wie viel man schon hochgeladen hat und auch welche Designs man hochgeladen hat, finde ich auch ein gutes Feature. Allerdings finde ich beim Upload, bei der Eingabe, zum Beispiel bei der Kategorie, muss man ja die Kategorie selber eingeben. Bei Flying Upload ist es zum Beispiel so, dass man dort nur auswählen muss. Das dauert bei Lazy Merch ein bisschen länger mit der Eingabe, aber ist jetzt auch nur so ein kleiner Punkt, weil insgesamt finde ich das Tool sehr gut. Den Support habe ich auch schon, wie gesagt, mehrmals getestet jetzt und da findet man auch mal Hilfe, wenn man sie braucht. Außerdem kann man bei Lazy Merch entweder einzelne Plattformen sozusagen kaufen, also das Tool für einzelne Plattformen, oder ein Gesamtpaket. Also da sind dann halt alle Print-on-Demand-Anbieter und KDP drinnen. Und bei Flying Upload jetzt zum Beispiel ist ja KDP extra. Das finde ich ein bisschen blöd. Das ist bei Lazy Merch auf jeden Fall besser, finde ich. Und dass man halt auch nur für einzelne Plattformen das Tool kaufen kann, wodurch es natürlich dann auch günstiger ist. Ja, das war es dann auch schon mit diesem Test zu Lazy Merch. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Den kommenden Donnerstag kommt dann ein Tutorial zum Affinity Designer, wie man einen Wellentext erstellt. Und wenn ihr die folgenden Videos nicht mehr verpassen wollt, lasst gerne ein kostenloses Abo da und dann bis zum nächsten Mal.